Hallo Leute, Takeo hier. Weiter geht es mit Assassin's Creed Valhalla. Das letzte Mal haben wir das dritte DLC, die Zeichen Ragnaroks, durchgespielt, aber unser Abenteuer in Svartalfaheim scheint noch nicht ganz zu Ende zu sein, denn hier am Lagerfeuer am Ende der Folge haben wir noch ein paar schöne Geschichten gehört, die uns unsere Freunde erzählt haben, und für jede Geschichte gab es eine neue Schatzwortkarte für Svartalfaheim. Das heißt, ich würde jetzt einmal schnell in die mythische Welt reisen und dann können wir einmal gucken, was es da für Schätze für uns gibt. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns gleich in Svartalfaheim wieder. So, dann würde ich sagen, schauen wir hier uns einmal die erste Geschichte an. Und zwar, das war die von Tova mit dem Zwerg, der übersehen hat, dass er in einer Schlangengrube war. Und das scheint irgendwie eine interessant geformte Insel zu sein. Hat sie nicht gesagt, auch zwischen Wangrin und Gulimar? Also können wir einmal gucken. Und da direkt in der Mitte. Schauen wir einmal kurz, wo das sein könnte. Diese Inseln sind es nicht. Hier unten ist eine Insel. Ja, das wird sie sein. Da waren wir noch nicht und die liegt auch genau zwischen Wangrin und Gulimar. Zumal hier auch ein paar Screenshots sind. Das ist verdächtig. Das heißt, hier reisen wir einmal hin und am besten geht das wahrscheinlich von da oben, wenn wir dorthin fliegen. Ja, sieht wirklich sehr interessant geformt aus, wie so ein kleiner Fisch. Dann gucken wir mal. Ich glaube, hier sehr mittig sollte der Schatz irgendwo sein. Wo ist der Zwerg gewesen? Oh ja, da drüben sind die Schlangen. Ah, da an der Spitze scheint der Schatz zu sein. Räumen wir erstmal hier die Schlangen weg. Nein, das ist hier nur der Opal. Okay. Oh ja, hier sind die Überreste. Das heißt, das war eine wahre Geschichte. Und es gab 1500 Leder. Okay. Gucken wir mal ganz kurz ins Inventar. Ich glaube, das fällt so schon gar nicht mehr ins Gewicht bei 80.000. Ein paar Erzadern gab es hier auch noch auf der Insel. Okay, die könnten wir noch mitnehmen. Schade. Ich dachte, es gibt irgendwie was Episches. Irgendwie neue Ausrüstungsgegenstände oder eine neue Waffe. Aber 1500 Leder ist jetzt... ich weiß nicht, ob sich das dann lohnt. Gucken wir mal kurz, wo der nächste Schatz versteckt ist. Das wäre dann Gunnars Geschichte gewesen. Stimmt, von Hreidmar. Das wird dann Hreidmars Palast sein und da dann bei einem Baum. Okay. Da kennen wir uns ja schon aus. Hreidmars Palast und dann irgendwo hier bei einem Baum. Wahrscheinlich hier im Wald. Die nächste Stelle wäre dann dieser Aussichtspunkt. Dann reisen wir von dort einmal los. Ist vielleicht der Baum damit gemeint? Ja, da läuft auch das Wasser raus, natürlich. Die Freudentränen, das muss er sein. Das heißt, die Abzweigung, die auf der Karte markiert ist, ist nicht die da oben, sondern die hier unten. Ha! Okay, Rätsel gelöst. Dann müssen wir nur dorthin fliegen. Ja, das muss er einfach sein. Das
ist das doch, aber so weit weg ist von Reitmars Festung. Ich frage mich, wie er das gehört haben soll in seiner Geschichte. Da funkelt doch was. Huch. Okay, ein Beherrschungspunkt. Und 10 Kupfernickelbarren. Okay, das ist ja knuffig. Ich glaube nicht, dass wir die noch in irgendeiner Form gebrauchen können. Aber dann werfen wir einen Blick auf die nächste Geschichte. Und das war die von Alvis, genau. Ja, stimmt, die mit dem Damm, wo Reitmar ausgeholfen hat, mit den 2 Statuen. Ich glaube nur, wir haben ja 3 unterschiedliche. Das müssten die ganz oben im Nordwesten gewesen sein. Da scheint es keine Statuen zu geben. Hier. Da sind die 2 Statuen. Das heißt, irgendwo dort müssen wir hin. Und gut, dass wir auch hier den Hafen haben. Ich glaube, das X war so in der mittleren Stufe. Wahrscheinlich direkt dort, wo das Wasser rauskommt. Oder vielleicht sogar hier unten. Ich würde sagen, wir arbeiten uns einfach von hier oben durch und springen mal von Etage zu Etage runter. Na, hier im Wasser scheint nichts zu sein, außer da drüben ein Opal. Oder war das jetzt... Oh, doch, das hier schien die Stelle gewesen zu sein. 1000 Eisenerz. Gut, dass uns der Opal da noch hingelockt hat. Ja, sehr schön. Wieder eine etwas unterwältigende Belohnung. Aber dann haben wir nur noch Randwies Geschichte offen. Das war ja die mit dem Zwerg und dem Eichhörnchen. So, da müssen wir auf eine Insel im Wasser hin. Das ist recht offensichtlich. Auch eine Straße ist in der Nähe. Dann gucken wir mal, wie viele Orte es davon gibt. Oh, hier oben scheint noch eine Glut von Muspelheim zu sein. Das hier könnte die Insel sein mit einer Straße. Das ist eher unwahrscheinlich. Wobei, ja doch, die ist komplett von Wasser umgeben. Das passt. Oje, oje, da gibt es ja doch sehr viele. Das hier könnte sie sein mit der Straße. Da unten auch, wobei die Straße etwas weiter weg ist. Ja, ich würde sagen, wir holen uns einmal schnell die Glut von Muspelheim da oben. Und für diesen Schatz werde ich einmal, glaube ich, kurz einen Blick ins Internet werfen, weil es einfach zu viele Möglichkeiten gibt. Und ich möchte hier auch ein bisschen zügig vorankommen. Von dem her, ja, sehen wir uns gleich, sobald ich mehr weiß. Wir sterben!
So, dann haben wir hier nochmal schnell aufgeräumt. In sehr, sehr cooler Manier. Weil hier drüben auf dem fliegenden Felsen haben wir auch noch eine Glut von Muspelheim übersehen. Aber jetzt müssten wir alle eingesammelt haben. Und ich habe auch gerade einmal nachgeschaut. Die Insel, um die es sich handelt, ist die hier oben. Das hätte ich ja nie und nimmer erraten. Von dem her, lasst uns noch einmal schnell da hochreisen, damit wir uns auch da den letzten Schatz noch schnappen können. So, und hier auf der Insel scheint der Zwerg geangelt zu haben. Das heißt, wahrscheinlich wird es den Schatz genau hier geben. Oh, 250 Titan. Das hat sich gelohnt. Finde ich gut. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Ja, hier ist das Eichhörnchen. Ah, wie süß. Wo ist dann der Zwerg? Ist das hier dieser Felsbrocken? Ach, sowas finde ich cool. Okay, alles klar. Waren jetzt nicht die besten Belohnungen, aber das mit den Geschichten und das Eichhörnchen, ah, das ist knuffig. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt in Svartalfaheim alles abgeschlossen und können zurück nach Midgard, um einmal mit Hildiran zu sprechen. Eivor vom Rabenclan. Das Auge Odins wird unserem Zweck dienlich sein. Ich habe das Geheimnis des Auges entdeckt. Und was ist es? Es anzusehen ist eine Sache, ihm zuzuhören eine andere. Es singt, Wolfsmal. Es singt dir ein Lied von Schätzen. Du sprichst in Rätseln. Nimm es, halte es nah bei dir. Gehe zur Küste East Englas und folge dort dem Lied. Du wirst schon sehen. Ich soll einem Auge mit meinen Ohren zuhören. Du beliebst zu scherzen. Dem ist nicht so. Geh nur, du wirst es verstehen. Oh. Das Auge Odins wird singen. Erkunde die Küste East Englas. Ach so, ich dachte, es gibt einfach nur neue Meisterherausforderungen. Aber okay, wenn wir so noch ein bisschen was zu tun haben, dann lasst uns aufbrechen. Tja, da wir hier in Midgard kein Hugartierfer haben, müssen wir jetzt mit unserem Reittier wieder Vorlieb nehmen und vielleicht sollten wir Gullenbrust die auch austauschen. Ich weiß nicht, ob so ein mythischer Eiseneber das Richtige ist hier für Midgard. Aber hier sind wir auf jeden Fall schon an der Küste von East Angla angekommen. Irgendwo da oben. Oh, das war doch Rüds Festung, oder? Das könnte sein. Bleib du mal hier, Gullenbursti. Wir gucken da nochmal rein. Ich muss sehen, was du siehst. Das hier scheint das Gebiet zu sein, ja. Dann klopfen wir hier nochmal an. Hier sollte ich vorsichtig sein. Was? Halt mal an! Oh, mit einem Schlag. Irgendwie hat sich das Auge aber noch nicht entschieden zu singen. Vielleicht müssen wir doch noch nach unten und nicht hier auf die Festung. Aber sie sieht einfach so cool aus, so schön mittelalterlich. Überblicke das Land, Freundin. Fliegen wir mal ein bisschen weiter weg, weil wir sehen den grünen Kreis auch einfach nicht von der Quest.
Das da unten war ja nur der alternative Eingang da hoch. Da ist irgendwie so ein leichter grüner Schimmer. Hier hinten? Das sieht komisch aus, aber vielleicht klettern wir dann doch einmal darunter. Den Effekt unserer göttlichen Rüstung haben wir hier auch nicht in Midgard, aber das stört uns nicht. Was ist das? Das Auge Odins hat etwas gefunden. Doch hier unten? Oh Gott, es sinkt wirklich. Als würde das direkt aus dem Felsen hier vor uns kommen. Das sind irgendwie explosive Ölkrüge. Ah, ja, es kommt aus dem Felsen hier oben. Boah. Aus dem Weg, Hühnchen. Das ist Hildirans Lied. Es wird lauter, je näher ich dem Ziel komme. Kannst du eine einfache Tür nicht öffnen? Dein singender Stein sagt mir, dass darin etwas versteckt ist. Aber die Tür bewegt sich nicht. Hast du das Kleinod Freyas bei dir? Ach, du bürdest mir so viel Schmuck auf. Du magst Freya in die Irre geführt haben, doch deine Kraft ist nichts gegen Odin. Willst du sagen, dass ich mehr üben soll? Dich erwarten neue Schreine Hugaheims. Komm mich besuchen, wenn du magst. Ich habe noch mehr Schätze zu verteilen. Behalte dies so lange. Vielleicht gibt es noch mehr verstecktes Spielzeug der Götter. Genau, neue Schreine der Meisterherausforderungen sind jetzt verfügbar. Das habe ich mir doch schon fast gedacht. Und ja, wir kennen die ja schon. Hier unten ist anscheinend ein neuer aufgetaucht. Dort drüben und wahrscheinlich irgendwo, genau, noch hier im Norden. Das heißt, da es drei Schreine sind, würde ich für jeden Schrein einfach eine Prüfung hier aufnehmen und die anderen beiden dann offscreen machen, sodass wir dreimal noch eine Prüfung sehen. Dann kommen wir hier nämlich einfach schneller voran und können auch mehr von der Story dann sehen. Da ist der erste Schrein auch schon. Was wollen wir hier machen? Die Prüfung des Bären, die Prüfung des Wolfs oder die Prüfung des Raben? Ich glaube, die des Bären geht immer sehr zügig. Machen wir die hier einmal für die Episode und die anderen beiden mache ich dann offscreen. Unter 2 Minuten abschließen, töte alle Wachen. Was haben wir? Die Druidenrüstung und den Gay-Bolg. Okay. Zusammen mit dem Sturzflug der Valkyria. Doch, finde ich gut. Machen wir das.
Oh. Auch interessant, wie das aussieht. Ach, jetzt sehen wir aus wie der krasse Berserker. Okay. Das war also ein Teil der Druidenrüstung, die er trug. Hey, Moment! Ein Tod naht! Oh, jetzt müssen wir auch aufpassen. Einfach nur, weil wir jetzt nicht so stark sind wie gedacht. Du bist zerschmettert! Für Gott! So, welche Wachen gibt es noch? Da oben sind ein paar. Das ist cool, dass man mit dem Sturzflug da einfach rüberspringen kann. Aua. So, wie viele gibt es hier noch? Der Angriff sieht so cool aus. Da drüben sind noch welche. Oh je. Wie kommen wir dann jetzt an die am besten ran? Das verstehe ich so nicht ganz. Ich sehe hier keinen Weg, der irgendwie weiterführt. Ach so, da unten an der Falle vorbei. Okay. Vorsichtig. Dann können wir hier hoch. Ja, alles klar. Ja, wenn man hier Gold holen möchte, dann muss man richtig auf den Zack sein. Mal, wie du dem ausweichst. Ist dir das so wild? Ich glaube, man darf gar nicht so viele von diesen Kill-Animationen machen, weil die auch einfach eine Zeit in Anspruch nehmen. Du entkommst nicht, du räudiger Köter! Na, Ava benutzt die Leiter. Jesus, führe meine Hiebe! Sehr schön. Das heißt, die Prüfung haben wir beendet. Oh, wobei... Zählt das überhaupt, obwohl wir Bronze nicht erreicht haben? Sieht nicht so aus, aber ich würde sagen, wir sehen uns dann hier einfach in der nächsten Folge, sobald ich hier einmal alle drei Prüfungen abgeschlossen habe. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.